Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video, da möchte ich kurz mal das Mindset hinter Powerful Skill näher besprechen. Das Mindset orientiert sich an der American Way of Doing Business. Und jetzt kommt bei dir die Frage auf, was macht Amerika besser? Dahinter steckt der Denkstil, das Mindset der Amerikaner, der mich fasziniert. Diesen Denkstil habe ich für mich adaptiert und möchte das Thema hier in diesem Video nochmal näher und tiefer besprechen. Damit du ein besseres Verständnis bekommst, werde ich jetzt die meiner Meinung nach wichtigsten Punkte zusammenfassen. Es sind insgesamt 4 Punkte und diese wären Get Things Done, Risk Taking, Open-Minded und Be in Control. Starten wir mit dem ersten Get Things Done Mentality. Erstens das felsenfeste Vertrauen in pragmatisches Verhalten, also in Aktion treten. Get Things Done. Tief verwurzelt beschreibt Trial and Error, eine der goldenen Regeln, unabhängig von der Reichweite anstehender Fragen und den mit unterschiedlichen Lösungen verbundenen Risiken. Die meisten Menschen denken nur darüber nach oder sprechen darüber, was sie sich fest vorgenommen haben, aber sie starten einfach nicht. Nur das Tun bringt Veränderung und Erfolg. Und deshalb als an allererster Stelle Get Things Done in Aktion treten und machen. Die Amerikaner sprechen des Weiteren von Risk-Taking, also das Risiko auf sich zu nehmen. Und das ist in den USA positiv belegt, im Gegensatz zu Deutschland und Europa, wo Risiko Angst macht und man Risiken vermeiden oder ausschalten möchte. Eine weitere Voraussetzung ist der gesellschaftliche Umgang mit Erfolg und Misserfolg. Eine Insolvenz in Deutschland bedeutet zum Beispiel eine Schwäche, ein Handicap im Lebenslauf des Unternehmers. In den USA ist das ein Indikator für einen positiven Lernerfolg und eine Grundlage für eine zweite Chance. Und weiter ist der wirtschaftliche Erfolg und damit Kasse machen positiv belegt. Open-minded bedeutet letztendlich unvoreingenommene Offenheit für alles aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, für die ganze Welt, das ganze Universum, für jede Art von Veränderung. So kann man es, finde ich, am besten ausdrücken. Open-minded, Offenheit für alles. Be in control, you cannot manage what you cannot measure. Also Schritt für Schritt an eine Sache herangehen und langfristig daran arbeiten, ist das Motto. Weil wenn man alles sofort haben möchte und auf zu vielen Baustellen gleichzeitig arbeitet, steigt es einem alles über den Kopf und man kommt überhaupt nicht mehr weiter und scheitert. Weil am Anfang weiß man einfach nicht, was für eine Riesenarbeit auf einen zukommt. Die Vorstellung zumeist am Anfang ist eine ganz andere, die nicht der Realität entspricht. Und genau diese Punkte, die machen den Unterschied aus Get Things Done, Risk Taking, Open-Minded und Be in Control. Jetzt kennst du den Hintergrund. Das wollte ich in diesem Video genauer und ein bisschen tiefer besprechen, damit du das Mindset dahinter verstehst. Das war auch alles zu diesem Video. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.